Wir unterbrechen jetzt die Sendung. Für eine wichtige Meldung, meine Damen und Herren, denn auch hier ist man natürlich nervös, auch hier tut sich Ungewöhnliches. Und ich schalte jetzt einmal vor unser Studio, wo mein Kollege Herr Andrak noch immer ausharrt. Und ja, live jetzt vor unserem Studio 449 hier in Köln-Mülheim. Herr Andrak, ja. Wie ist die Stimmung vor dem Studio? Ich stehe hier direkt vor dem Studio 449 ja. Und man muss sagen, die Stimmung hier ist sehr angespannt und nervös, was aber natürlich auch nicht verwundert angesichts der Ereignisse der letzten 24 Stunden. Ja. Die Atmosphäre schwingt hier zwischen Hoffnungslosigkeit und Resignation, zwischen Hilflosigkeit und einfacher Dummheit. Wie nah sind Sie denn am Geschehen dran? Können Sie überhaupt noch frei berichten oder merken Sie schon, dass man versucht zu zensieren? Es war sehr schwierig, aber ich denke, wir können hier weiter die Stellung halten. Und also ich werde so lange hier bleiben, ja. Wie es geht. Ja. Wie lange bleiben Sie noch? So lange, wie es geht. Ja. Da wir sonst nichts zu berichten haben, machen wir das jetzt natürlich 10 Stunden. Ja. Immer wieder die Frage, wie ist die Stimmung, wie lange bleiben Sie noch? Also die Stimmung spendet sich in Angespanntheit und Nervosität. Ja. Und wir haben auch ein Zeugnis der letzten 24 Stunden, um mal zu zeigen, wie groß die Repressalien hier sind. Ein Opfer kommt hier zu Wort. Ja, bitte. Also ich komme jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und stelle mein Fahrrad eigentlich immer unten am Studio ab, wo der Fahrradständer ist. Aber als ich gestern Abend nach der Show runterkam, war ich echt geschockt, denn die hatten meinen Fahrradsattel geklaut. Und zwar den Sattel mit dem Gestänge. Ich finde das echt schockierend. Ich finde das auch eine ziemliche Dreistigkeit. Man ist nirgendwo immer sicher. Also das ist ein authentisches Erlebnis innerhalb der letzten 24 Stunden gewesen. Ja. Und hat Uli seinen Sattel wiedergefunden? Gibt es Chancen, dass der Sattel, sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft, diesen Sattel zurückzuholen? Vermutlich ist auch noch ein zweiter Sattel abhanden gekommen. Und, weiß man über diesen Sattel schon genaueres oder nein, ist es dazu noch zu früh? Uli hat sich jetzt einen alten Sattel drauf geschafft. Ja. Vorher. Ja. Eben. Ja, das heißt, und das ist, glaube ich, auch im Sinne unserer Regierung, die Bevölkerung ist in diesen Tagen aufgerufen, zunächst mal einen alten Sattel in Bereitschaft zu halten. Ja. Man kann einen alten Sattel schneller brauchen, als man denkt. Aber natürlich sind hier vor Ort auch ganz schnell Vorsichtsmaßnahmen ergriffen worden, um derartigen Ereignis in Zukunft standzuhalten. Ja. Wir können kurz mal rausschalten an den Fahrradständer. Dort sind neue Überwachungskameras installiert worden. Und man hofft, dass der Sattelklau jetzt bald nicht mehr so passieren wird. Das müsste natürlich die Täter zunächst mal abschrecken. Wenn es genaueres gibt aus Köln-Mülheim im Fall des verschwundenen Sattels, werden wir wieder dorthin schalten in den nächsten 24 Stunden. Wie lange werden Sie noch bleiben? So lange, wie es geht. Ja. Manuel Andrak live aus Köln-Mülheim. Meine Damen und Herren, wir werden Sie auf dem Laufenden halten, falls ein Sattel gefunden wird oder falls der Täter vielleicht, denn hier sind noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, einsichtig ist und den Sattel zurückbringt. Schanzenstraße 39. Weiß man genaueres über diesen Sattel? Herr Andrak ist mittlerweile wieder hier im Studio eingetroffen. Ja. Er hat wohl 50 bis 60 Mark gekostet und war ergonomisch sinnvoll. Ja, verstehe.